Okay, meine Freunde, dann fickt euch! Ah, jetzt habt ihr euch überraschen lassen, ne? Jetzt habt ihr gerade den Braunschweiger raushängen lassen oder so, Alter. Da hat auf jeden Fall nicht der Berliner gesprochen, meine Damen und Herren. Fickt euch! Genau so meine ich das. Das Einzige, wie ich mein Image pflege, ist, dass ich einfach mache, was ich will. Und ich glaube, dafür lieben mich manche Leute und manche Leute verstehen das nicht, weil es doch manchmal sehr widersprüchlich ist, was ich vielleicht hier und da mache. Aber das bin ich nun mal einfach. Das so, diesen Typen hier, ihr wollt mich mit Haut und Haaren, ihr habt ihr mich mit Haut und Haaren, dann lebt aber auch gefälligst mit allem, was ich mache. Sido ist ein Junge von der Straße, der es nach ganz oben geschafft hat. Geprägt vom Leben im sozialen Ghetto. Davon erzählt seine Musik. Die Maske wurde sein Markenzeichen. Ein asozialer Proll und Prolet. Einer, den sie nicht mehr wollen beim Komet. Weil ich zu gerne das ausspreche, was keiner sagt. Weil keine Eier hat, ich hab die alte Leier satt. Ich fand das eine gute Idee, die Maske zu tragen. So, das macht geheimnisvoll und was auch immer. Und man wird nicht erkannt. Man kann tatsächlich einfach rausgehen und man ist dieser eine Rapper und keiner weiß davon. So, man kann im Bus sitzen und mit jemandem über diesen Rapper reden, aber man, die wissen nicht, so wie Superman, ja, man weiß nicht. Und deswegen kam ich irgendwann immer mehr auf die Idee, ich will eine Maske. Wie auch immer, ich will eine Maske. Ich hab nichts gelernt, doch Mama bleibt korrekt. Ich hab keinen Job, doch Mama vertraut mein Rap. Yeah. Ich geh klauen, scheiß auf Frauen und nehm Drogen. Doch Mama kann mir vertrauen, ich bleib auf dem Boden. Ich hab die Schule verkackt und zwar so schlecht wie keiner. Man war halt nicht so konzentriert, wenn man schon morgens halber. Dann irgendwann habe ich mich Sido genannt, aus so einer Laune heraus, weil wir einmal gefreestylt haben und jeder Rapper, der freestylt hat, so einen Satz, in dem er die Lücke überbrückt, in dem gerade nichts einfällt und dann gibt es diesen einen Satz. Und bei mir war mein Satz immer, du kriegst jetzt Scheiße in dein Ohr. Und in der Zeit, wo ich den Satz gesagt habe, habe ich mir überlegt, was ich als nächstes reime oder sage, was auch immer. Und ja, aus meinem Überbrückungssatz, den jeder Freestyler hat, habe ich dann Scheiße in dein Ohr, S-I-D-O, ja, so hieß ich Sido. Der steile Aufstieg des Rappers Sido, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, beginnt vor knapp 10 Jahren in Berlin. Im Märkischen Viertel, kurz MV. Ein eher trostloser Stadtteil im Westen, in dem das Gesetz der Straße zählt. Ein Leben, von dem Sido in seinem Lied Mein Block erzählt. Mit ihm wurde er hier zum Idol. Dein Familienhaus, lass mich aus, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch im MV scheint mir die Sonne aus dem Arsch. In meinem Blog weiß es jeder, wir sind Stars. So ein Lied wie mein Blog ist ja, ist ein Grund, was soll ich sagen, ein grundsozialkritisches Lied im Grunde. Ja, es war aber nicht meine Intention. Ich wollte einfach hier in meinem Blog, hier lebe ich, hier sterbe ich, ja, alles scheiße, da oben stinkt's, Nutten, alles voll getaggt und kann man doch nicht gut finden. Aber ich habe so verpackt in einem Lied, als würde es das Beste sein, was man sich gerade wünschen kann. Und Leute sind zum Block gepilgert und wollten den Block sehen und wurden abgezogen bei mir vor der Tür. Und ja, also das hat das Viertel aus mir gemacht. Okay, ich muss gestehen, hier ist es dreckig wie eine. Doch ich weiß, das wird schon wieder mit ein bisschen Spucke. Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau drauf geschissen. Ich werd auch alt und grau im MV. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Also ich bin nicht auffällig geworden. Ja, und das war auch, das war eine Sache, die ich meiner Mutter einfach schuldig war. Weil sie hat mir immer den Respekt gegenübergebracht und sie hat zu mir immer gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ich dich von den Bullen abholen muss oder ich dich nicht mal abholen kann. Ja? Und das war ein Satz, der steckt bis heute in meinen Knochen tief drin und ich wollte sie nie enttäuschen. Und weil ich wusste, mit der Sache, falls ich erwischt werde oder was auch immer, enttäusche ich meine Mutter, habe ich es nie getan. Also das war wirklich der Grund. Ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht so ein Adrenalin-Junkie. Ja, wenn es dazu kommt, dass man eine halbe Stunde mit so einem geklauten Auto durch die Stadt fährt, dann ist das schon für mich so ein Adrenalinkick, der mir reicht. Ja, also und ich kenne Leute aus dem Viertel, die haben sich morgens um 7 Uhr den Wecker gestellt, damit die alle Büroräume abklappern, wenn die morgens Frühstückspause machen im Büro und dann schön die Taschen ausräumen und so. So richtig wie so ein Job, die Uhr stellen danach, ja. Aber so, ich war so nicht. Und das war mein, also so irgendwie musste ich aber auch an meinen Respekt und an meine 6 Eier kommen, die ich heute mittlerweile habe. Weißt du, irgendwo mussten die ja herkommen. Sidos Fans kommen oft aus dem gleichen Umfeld wie er. Auch Steffi und Sophie kennen das MV sehr gut. Es ist ihr Kiez. Sido hat den Leuten hier so etwas wie Stolz auf ihr Viertel gegeben. Seine Musik erzählt vom Leben einer neuen Generation. Wenn jetzt hier zum Beispiel einer Stress macht oder so, dann kriegt er schon hier welche auf die Fresse. Und Sido ist alles für die hier eigentlich. Alle kennen ihn, ist ja klar. Sogar die alten Leute kennen ihn hier. Und ja, wenn einer sagt, ja, Sido ist scheiße oder so, Die werden gleich blöd angemacht, von wegen, ja, Ich habe nicht so gesagt, alles ist scheiße, alles ist depressiv, sondern ich habe versucht, uns mit meiner Musik ein bisschen aufzubauen und uns schön zu reden, weißt du? Und es gibt heute noch Leute im Viertel, die sagen, ich sterbe im Viertel und das ist, ich werde auch alt und grau im MV, ja? Aber
Das habe ich auch damals nur gesagt, weil ich keine Perspektive rausgesehen habe. Weil ich nicht geglaubt habe, dass ich mit so einem Lied oder was auch immer viele Platten verkaufe und damit rauskomme. Sido wird durch sein Plattenlabel Agro Berlin erst zu Sido, zu einem Begriff. Nein, Mann, ich hab Gold. Agro Berlin ist ein Plattenlabel, das Sido mit seinen besten Freunden gründet. Das Label hat eine klare Botschaft: aggressiver, oft pornografischer Rap. Musik aus einer Welt, in der Kriminalität zum guten Ton gehört. Der Berliner Rap hat schnell einen neuen Namen: Gangster-Rap, wie in den USA. Eltern und Politiker sind aber von den deutschen Texten schockiert. Wir haben angefangen mit einer Ideologie. So, wir haben einen bestimmten Weg verfolgt. Wir wollten klein, elitär und besonders sein. Wir haben immer die Fahne so hoch wie möglich gehalten. Wir sind auf Jams gefahren und was auch immer. Wenn es zu Schlägereien kam, waren wir die Härtesten und was auch immer. Ja, wir wollten auf jeden Fall beweisen, dass wir krass sind. Ich lebe jeden Tag, als wär's mein erster. Yeah. Ich scheiß drauf, was ich gestern gelernt hab. Yeah. Ich schmeiß alle eure Regeln übern Haufen. Auch wenn's schön klingt, dafür kann ich mir nichts kaufen. Yeah. Ich mag Leute, die ständig einbauen. Ich steh auf Ketten und kleine Frauen. Oh. Sie sagen, dass ich niedlich aussehe. Dann sag ich los, zieh dich aus, ey. Ich kann mit dem Begriff Gangster-Rap sehr viel anfangen und ich mag Gangster-Rap auch. Aber ich gehöre nicht in diese Gangster-Rap-Schublade. Auf keinen Fall. Also, ja, Gangster-Rapper machen Gangster. Ich bin kein Gangster. Ich bin, wie ich es auf dem Song sage, ich bin ein Junge von der Straße. Ich bin in Straßenverhältnissen aufgewachsen, aber ich habe nie Kilos hin und her geschoben oder man ein bisschen Drogen verkauft. Ja, dann bin ich kein Gangster, weil ich mal Drogen verkauft habe. Weil ich mal ein Auto geklaut habe, bin ich kein Gangster. Ja, weil ich mal hier und da eine Schlägerei hatte oder was auch immer. Ich bin deswegen kein Gangster. Das macht mich nicht zum Gangster. Du hast ein Ziel, wenn du einen Traum hast. Yeah, mach ihn wahr, du bist nicht mehr nur ein Zaungast. Zeig jedem, den du kennst. Seine Texte kommen bei der Großstadtjugend an. In kurzer Zeit verkauft er hunderttausende Alben. Dass man sein Gesicht nicht sieht, macht den Provokateur noch interessanter. Doch irgendwann wird die Maske für den Musiker zur Belastung. Ich hatte Angst davor, dass ich demaskiert werde von der Bevölkerung, ja, von der Gesellschaft demaskiert werde. Und bevor das passiert, wollte ich es lieber selber in der Hand haben. Ich wollte die Maske selber abnehmen und zeigen, hier, das bin ich, bevor mir die jemand runterreißt. Mit wachsender Anerkennung wird die Verkleidung als böser Junge immer unwichtiger. Sido überlässt nichts dem Zufall. Für seine Selbstdemaskierung sucht er sich den passenden Rahmen. Ich bin beim Bundesvision Song Contest aufgetreten. Also für mich in meiner Karriere bis damals die größte Sache, die ich hatte. Ja, also eine Samstagabendshow. Dementsprechend Mühe habe ich mir auch gegeben. Ich habe eine besondere Show gemacht. Ja, mit einer Punkband bin ich aufgetreten und so weiter und so fort. Und ich dachte, das ist der geeignete Moment. Größer geht's nicht. In nächster Zeit wird's wahrscheinlich nicht größer. Und vorher war es nicht größer. Wann, wenn nicht jetzt? Ja, und dann habe ich mir ein schönes Break einbauen lassen, war Licht aus und dann ging's Licht wieder an und ich hatte die Maske. Ich wollte nie sein wie ihr. Keiner hat's verstanden. Keiner von den Freunden, auch keiner von den Verwandten. Nur meine Mutter hat immer hinter mir gestanden. Sie bereut's auch nicht. Die Texte werden von Jahr zu Jahr ernsthafter. Sido verlässt das Plattenlabel Agro Berlin und wechselt zum Major-Label Universal. Er wird zum Vorbild einer ganzen Generation, die den Traum vom Berühmtsein aus dem Fernsehen kennt. Auch die 14-jährige Sophie und die 15-jährige Steffi sind treue Fans. Eigentlich könnten wir dann auch endlich ungeschminkt gehen. Nee. Und sie ist ja eh feiner. Nee. Das Unverständnis der Erwachsenen können die beiden nicht nachvollziehen. Die das nicht hören wollen, die hören einfach weg und müssen sich dann nicht einfach drüber beschweren. Die müssen das ja nicht hören. Sollen sie heulen. Die werden ja nicht gezwungen, das zu hören. Der Skandalrapper wird zum Lautsprecher des sozialen Ghettos. Für Jugendliche, die wenig Aussicht auf ein besseres Leben haben. Aber Sido hat es geschafft. Einer von ihnen. Dafür lieben ihn seine Fans. Viele seiner Songs erreichen Goldstatus, wurden also über 100.000 Mal verkauft. Er bekommt alle wichtigen Musikpreise Deutschlands und wird schnell zum Plattenmillionär. Seine Konzerte sind so gut wie immer ausverkauft. Na, letztes Mal, das war richtig geil. Ich stand auch in der zweiten Reihe und es war richtig scharf. Das war einfach unbeschreiblich geil. Dass Sido in die Schlagzeilen gerät wegen seiner pornografischen Texte und Schlägereien, stört die Fans nicht. Er scheißt auf das, was die anderen Leute denken. Er haut es einfach raus. Seine Meinung erzählt er einfach so. Wie er es denkt, was er macht. Seine Texte sind halt so, beschreiben eigentlich das Leben halt von den meisten Jugendlichen, sag ich mal. Auch wenn es regnet und ein eisiger Wind weht, ich nehme meinen Komet und ich gehe meinen Weg. Auch wenn mir irgendwann die Scheiße bis zum Kinn steht, Nase zuhalten und ich gehe meinen Weg. Sido Backstage. Hunderte von Konzerten hat der Berliner Rapper in den vergangenen Jahren gegeben. Auf der Bühne ist er ein Profi, zieht sein Programm durch. Ich muss einfach so relaxed sein, damit die Show gut wird. Das merkt man an seinen Blicken. Aber ich bin einfach nicht mehr aufgeregt. Ich gehe da jetzt gleich raus, dann mache ich das, was ich jeden Abend seit 23 Abenden mache. Und das mache ich dann, das
das ganze nächste Jahr über wird das Konzept nicht mehr verändert. Vielleicht noch Nuancen und so werden verbessert. Ansonsten werde ich diese Show, die ich jetzt spiele, das nächste Jahr bei jedem Konzert spielen. Je anerkannter Sido bei den Jugendlichen wird, desto mehr gerät er in die öffentliche Diskussion. In den ersten Jahren werden seine Texte von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien beobachtet und einige Songs kommen auf den Index. Der Song Endlich Wochenende wird nach einem richterlichen Beschluss sogar wegen Verherrlichung von Drogenkonsum verboten. Sido klagt dagegen, bezeichnet den Text als ironisch und drogenkritisch, doch er verliert den Prozess. Anklagen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung folgen. Aggressive Polemik gegen Promis ziehen weitere Gerichtsverfahren nach sich. Sido wird zum Inbegriff des Gangster-Rappers. Doch seine Fans halten ihm die Treue. Backstage wartet Doreen. Sidos langjährige Freundin ist oft bei den Konzerten dabei. Für den Schluss hält Sido immer seinen Klassiker bereit. Sein berühmt-berüchtigtes Lied, für das ihn die deutsche Elternschaft und Presse monatelang als frauenverachtend und pornografisch verurteilte. Das Lied, mit dem er 2005 den Durchbruch schaffte. Der Arschfix-Song. Auch dieses Lied hat den Index FSK 16 bekommen. Katrin war schockiert, sie hat nicht gewusst, dass der Negerdildo auf sie friert. Ihr Arsch hat geblutet und ich bin gekommen. Seit diesem Tag sing ich den Arschfix-Song mit Reggae. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da. Ich meine, also die meisten Leute denken ja irgendwie, das ist jetzt ernst gemeint oder so. Ich finde, also es ist ja eigentlich, man muss halt den Humor dahinter verstehen. Also ich finde, der Song ist eigentlich cool, also wenn man es jetzt nicht ernst nimmt. Aber man soll das nicht zu ernst nehmen. Das ist halt seine Meinung, denke ich mal, früher gewesen. Und wenn man es halt mag, soll man das so öffentlich kundgeben. Ja. Nicht der Meinung. Also ich würde es mich nicht trauen, auf der Bühne das zu singen, aber... So eine Ablehnung gegenüber bestimmten Mädchen, die sich zu freiwillig hingeben. Da gibt ja extra Gruppierungen, die extra sagen, ja komm, fick mich nur durch, ich will mal was mit dir gehabt haben. Wenn ich sage, es ging ratatatatat und es ging hin und her geworfen und so, dann war das so. Ich lüge nicht. Und das war tatsächlich meine Sicht der Frauen damals. Ein anderes Bild von Frauen hatte ich nicht, weil die Frauen, die ich kannte, waren so. Und das, was ich mitgekriegt habe, Backstage auf irgendwelchen Partys, war genau das. Ja? Und anders kann ich es nicht sagen. Und ich merke, wie ich damals polarisiert habe, weil ich den Arschfix-Song mache. Ja? Heute polarisiere ich, weil ich so eine Lieder nicht mehr mache. Habt ihr Bock auf mitmachen? Sidos Texte haben sich inzwischen verändert. Die Provokation ist einer sozialen Botschaft gewichen. Heute sieht Sido seine Aufgabe darin, nicht nur seine persönliche Lebenswelt zu beschreiben, sondern die einer vernachlässigten Generation, der er Respekt verschaffen will. Und sehe ich aus, als hätte ich gearbeitet? Habe ich aber ja nicht. Ist nur Schminke alles. Ja. Endlich nach Hause. Nach Hause. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Eine gute Nacht. Viel Glück. Eine gute Nacht. Was mit dir? Wir hatten einen gebaut. Wir brauchen einen Haze, Alter. Ist alles aber auf meinem Bett. Der geht dann noch mal hin und packt mal die Haze kurz. Nein, kann ich. Bro, sitzt der Scheitel? Doreen, mit der Sido eine gemeinsame Zukunft plant, begleitet die Karriere ihres Partners seit über 5 Jahren. Also ich würde schon sagen, dass er sich ziemlich weiterentwickelt hat. Also man sieht es ja optisch schon. Er hat ja jetzt Haare im Gesicht als auch auf dem Kopf und so. Gesicht ist auch Kopf.
auf den Kopf, aber du weißt doch, so. Er hat sich musikalisch weiterentwickelt, genauso wie persönlich. Also in jeder Art und in jede Richtung hat er sich weiterentwickelt. Und das merkt man natürlich bei uns, in unserer Beziehung. Und das färbt natürlich auch auf mich ab. Und ja, aber nur positiv. Also deswegen hat es wahrscheinlich auch die letzten Jahre so gut geklappt. Er kann Scheiße erzählen, also in seinen Liedern, die er so hart rüberbringt. Er ist aber auch sehr nachdenklich in gewisser Hinsicht. Also er sieht halt nicht von oben herab so. Also er ist genauso ängstlich wie wir. Na, bei mir war das halt so, dass ich Angst hatte, nach Hause zu kommen, weil ich halt von meinem Stiefvater andauernd blaue Flecke bekommen habe, von der einen Ecke zur anderen Ecke geflogen bin. Und halt entweder hat er das gemacht, wo meine Mutter arbeiten war, oder meine Mutter halt weggeguckt hat, weil sie konnte einfach nicht sehen, wie ich leide. Deswegen hat sie sich mehr so um meine anderen Geschwister gekümmert. Und dann bin ich halt den ganzen Tag draußen gewesen, hab mich, was weiß ich, auch manchmal auch geprügelt deshalb. Habe meine Aggression sozusagen bei anderen ausgelassen, die es gar nichts damit zu tun hatten. Und welcher Song von Sido hat dich da begleitet in der Zeit? Dieses Lied Augen auf. Weil ich habe gedacht, ja, Mama, mach die Augen auf. Du könntest dich von ihm trennen und dann würden wir alle besser leben. Hey! Sido weiß, wovon er singt. Er wächst mit seiner Schwester bei der alleinerziehenden Mutter auf. Seinen Vater lernt er erst als Teenager kennen. Irgendwann, als ich 13 oder 14 war, hat meine Mutter gemerkt, okay, irgendwie steht meinem Sohn der Sinn nach seinem echten Vater. Dann hat sie auch versucht, ihn zu finden. Hat ihn dann auch gefunden, über die Alimente natürlich. Und dann waren wir ihn besuchen, an seinem Geburtstag. Ja. Und er hat die Tür aufgemacht, was soll ich sagen, er hat mir die Tür aufgemacht, im Schlüpfer und Unterhemd, an seinem Geburtstag, ein erwachsener Mann. Da war für mich die Sache irgendwie schon... Ja, da war es abgehackt. Ja, dann saß ich noch eine halbe Stunde da drin, er hat mir sonst irgendwas erzählt, ja, dass wir beide doch die gleiche Schwanzlänge haben und so. Er ist doch mein Vater und was auch immer. Ja, ich habe den Typen 10 Jahre nicht gesehen. Dann so, die mich ein bisschen abschirmen von allem. Und also er kriegt das schon mit und das nervt ihn. Ja, und wenn ich ein Autogramm geben muss und wenn wir beim Essen sitzen, da kommen aufgeregte Kinder zu mir und so, das nervt ihn auch, genauso wie mich. Nein, mein Freund, das Leben sind keine Kinderlieder. Verdammt, es ist hart, du musst was... Song für Song entblättert Sido weitere unerwartete Facetten seines Lebens. Auch was seine Herkunft angeht. Pass auf, ich erzähl dir was, damit du nicht mehr traurig bist. Etwas, das für dich bestimmt wirklich ziemlich unglaublich ist. Ich bin im Osten aufgewachsen. Ja, du hörst richtig. Doch dass es da eine Mauer gab, interessierte mich nicht. Ich hatte die erste Schlägerei in meinem Leben, weil ich ein Ostler bin. Und danach mehrere, weil ich ein Ostler bin. Also ich musste mich behaupten irgendwie. Ich musste den Leuten zeigen, was ist ein Ostler? Ey, warum machst du mich an dafür, dass ich ein Ostler bin? Und ich wollte nicht jetzt der Opfer sein, ja? Nicht Ostler und Opfer, sondern wenn dann schon Ostler, dann gebe ich dir wenigstens auch eine. Dann bin ich der Ostler, der dir eine gegeben hat, ja? Und ja, mit 8, 9 Jahren fängst du an. Ja, ich hatte es nicht besonders leicht in der Schule. Und wir sind zum Glück sehr oft umgezogen. Und dann, also für die Momente, ich war es denen einfach schuldig. Ich konnte es nicht mehr mit mir rumtragen von meinen Freunden. Ich wollte das irgendwie loswerden. Sido arbeitet seit Jahren mit seinen engsten Freunden, mit denen er sich damals aus dem Nichts alles aufgebaut hat. Seine Kindheit ist von Armut und Verlust geprägt. Mit 18 Jahren zieht Sido aus, ohne Geld, ohne Perspektive. Zu seinem besten Freund Bobby. Bitte doch mal alle eine Stunde oder so, kriegen wir es hin, danke. Ich bin dann zu Bobby gezogen, irgendwie in so ein... Also wir haben 180 Mark bezahlt für so eine Wohnung im 3. Hinterhof. Und das war für mich definitiv keine Partyzeit. Ja? Für mich war das eine harte Zeit. Und wenn Party, dann auf ganz viel Drogen und irgendwo versinken im Club, damit man die Scheiße bloß vergisst. Ja? Also für mich war das keine schöne Zeit. Wir haben versucht, uns immer abzulenken und uns ist so schön wie möglich zu reden, wie wir da gerade leben, zu dritt in so einer Bude mit Mäusen, weißt du, nachts aufnehmen, so einer Chipstüte und die Mäuse kämpfen da drin um die letzten Chips. Und es war eine sehr, sehr dreckige, eklige Zeit. Und deswegen ist Hip-Hop umso mehr in mir gewachsen in der Zeit, ja, weil es uns wirklich das Einzige war, an dem wir uns festhalten konnten, weil es unser Leben gerettet hat. Genau. Die Sekte, wie Sido und seine Freunde sich nennen, ist Familie und Heimat zugleich. Die Clique spart sich anfangs das letzte bisschen Geld zusammen und kauft sich Equipment. Auf Partys probiert sich Sido aus mit kleinen selbstgedichteten Rapstücken. Er avanciert schnell zum Helden im Kiez. Und da haben wir dann Songs
geschrieben zum Geburtstag. Wenn irgendeine Cousine oder irgendwas von den Weibern Geburtstag hatte, ja, haben wir einen Geburtstagssong für die dann gerappt. 1, 2, 3, wir kommen jetzt vorbei und so ein Scheiß. Also von der alleruntersten Sorte, ja, aber immerhin gerappt. Und da, zu der Zeit habe ich Blut geleckt, weil wir dann auf den Geburtstagspartys natürlich immer der Knaller waren und meine Freundin wurde immer verliebter in mich, weil ich ja jetzt auch der Star war auf den Partys und so. Er bricht die Schule ab, schmeißt seine Lehre als Erzieher und merkt schnell, es geht für ihn auch ohne all das. Und da dachte ich, okay, es gibt eine Szene, irgendwie cool, da will man dazugehören, was auch immer. Und ja, da gibt es was, wo, was mir Spaß macht, auf was ich Bock habe und so, wo ich dazugehören möchte, ja? Also, weil ich das cool finde. In Berlin gab es dann irgendwann auch den Royal Bunker, so ein Treff, wo sich lauter Leute getroffen haben. Und die haben die ganze Woche über Texte geschrieben und Sonntag 19 Uhr haben wir uns im Royal Bunker getroffen und uns die neuen Texte vorgerappt. Kriegt ihr das hin? Oh, oh, oh. Macht mal. Oder macht. Sido wird zu einer Art Lokalmatador. Sein Erfolg wächst und wächst, unterstützt und begleitet von seiner Clique. Auch heute noch, nach über 10 Jahren, steht er mit ihnen auf der Bühne. Er gibt den Ton an. Okay, Andrew, sei ein bisschen konzentrierter, sonst komm ich schon und gib den Nackenklatscher. Andrew, wirklich jetzt, es reicht. Hörst du mir zu, wenn ich rede? Hast du mich hinten auf der Box? Ja, dann hör hin, wenn ich rede, Dicker. Nee, ich rede mit dir gerade schon. Okay, mein Freund. So. Ja, wir üben einfach, bis ich sage, okay, da musst du natürlich auf mich achten und nicht so tief drinne sein wieder wie gerade, okay? Achtest du ein bisschen auf mich, alles klar. Dann fangen wir mit dem Song an. Wenn jemand zu mir gehört, ja, dann gehört er zu mir. Dann kann auch sein, dass ich ihn mal lauter werde oder was auch immer, aber das möchte ich nur, weil ich dann auch von ihm will, dass er dasselbe über mich denkt, ja? Dass, wenn er zu mir gehört, will ich auch zu ihm gehören. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Loyalität ist mir sehr, sehr wichtig bei allen meinen Freunden. Das ist das Wichtigste. Einfach nur, damit man diesen Halt hat, weil es kommen die Momente, wo es dir scheiße geht und dann brauchst du so eine Leute. Du brauchst sie ganz sicher. Da hilft dir kein Euro, kein Cent, nix hilft dir. Du brauchst diese Leute. Guck auf den Boden nun. Sidos Entschluss, sein eigenes Label zu verlassen und einer von vielen bei Universal zu werden, hat sicher wirtschaftliche und praktische Gründe. Jetzt arbeiten andere an seiner Karriere. Das große Unternehmen kümmert sich gut um den Goldjungen. Das Geschäft mit der Musik bekommt eine eigene Dynamik. Es geht um Verkäufe, Downloads, goldene Schallplatten. Wir sind so geil, Leute. Backstreet Boys. In Sidos Welt geht es aber nicht nur um kommerzielle Erfolge und Musikpreise. Sido sucht nach neuen Herausforderungen und Geschäftsmodellen. Am liebsten mit Leuten, die er mag. Kommt mal rein. In Berlin hat er jetzt ein eigenes Tattoo-Studio eröffnet. Sein Steuerberater hat ihm zu einer Investition geraten. Sido und Doreen haben sich verlobt, leben gemeinsam in einer Wohnung im Osten Berlins. Ihr Alltag verläuft in geregelten Bahnen. Das Leben des ehemaligen Gangster-Rappers hat sich gewandelt zum lieben Jungen von nebenan. Und die Leidenschaft für Tattoos, auch damit fällt man heutzutage nicht mehr auf. Das erste Tattoo war jenes hier, Sido Sticker. Und ich wollte das da haben, weil das ist mein Mikrofon. Wenn ich das Mikrofon so halte und so rappe, mit dem Arm so yo 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 mache, dann hat man das immer gesehen. An Wochenenden legt der Rapper auch selbst mal Hand an. Man kann sich von ihm allerdings nur den Schriftzug Sido tätowieren lassen. Doreen arbeitet an ihrer eigenen Karriere als Popsängerin. Sido hilft ihr beim Texten. Sie unterstützt ihn im Laden. Auch wenn sich Sidos aktuelles Album nicht mehr ganz so gut verkauft, ist das Interesse an ihm ungebrochen. Er selbst geht gelassen mit Erfolg und öffentlicher Aufmerksamkeit um. Ich finde auch so mit seinem Geld rumprollen und rumprallen auch eine blöde Sache, weil ich habe keine Freunde, denen es so gut geht wie mir. Alle meine Freunde sind so normal verdienende Menschen. So, ja? Und ich würde mich mir wie ein Arschloch vorkommen, wenn ich jetzt so da mit meinen Scheinen rumwedel und so. Ja? Also ich bin da voll bescheiden. Ich glaube, wenn man in so einem Freundeskreis rumhängt und dann nur noch auf so Promi-Partys geht und mit Bonzen rumhängt und so, dann wird man bestimmt so einer, ja? Aber ich hab mit so einem Menschen nichts am Hut. Alle meine Freunde sind ganz normale Leute, so wie die von früher und so. Ja. Er ist halt ein ganz normaler Mensch und deswegen liebe ich ihn auch so, weil er einfach so bodenständig ist und so ein gutherziger Mensch ist, der das gar nicht nötig hätte, sich für irgendwen Besseres zu halten oder irgendwie. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zu jeder Beziehung, ist, dass man sich respektiert und das, was man hat. Und das, da gehört diese Bodenständigkeit und alles andere so dazu. Und wir leben einfach ganz normal. Und
Er bringt auch den Müll raus, wenn wir das wollen. So, das ist einfach, ne? Sido ist kein Rapper, der sich von Bodyguards abschirmen lässt. Seine Fans können ihn hier treffen, wie jeden anderen Tätowierer auch. Sido hat die Bodenhaftung nie verloren. Hast du selber gemacht? Ja. Wollen Sie da Buchstaben mit? Für selber gemacht ist doch okay. Mit der Nadel oder mit einer Maschine? Mit einer Maschine. Echt, ja? Ja. Ich wollte unbedingt ein Tattoo haben. Und meine Eltern haben es mir schon erlaubt, da habe ich es mir selber gemacht. Der Berliner Rapper ist im Laufe der Jahre nicht nur älter, sondern auch nachdenklicher geworden. Das zeigen seine aktuellen Songs. Und das sagt er selbst. Für mich bestimmt bedenklich, dass ich nicht, warum ich nicht, oder hätte ich lieber Schule zu Ende gemacht und wäre Doktor oder Anwalt oder so ein Scheiß geworden, weil ich weiß, ich hätte es drauf gehabt. Ja? Wenn ich mich irgendwo reinhänge, weiß ich kann das, egal was es ist. Ja? Und ich habe mich eben in die Musik so tief reingehangen und in die Kunst und deswegen kann ich das jetzt auch so gut. Ja? Aber ich glaube, hätte ich mich ins Studieren reingehangen und gesagt, ich muss unbedingt Uni und diese ganze Scheiße machen, hätte ich es auch gemacht. Ich wäre heute ein Top-Anwalt. Bin ich mir sicher. Ja? Vielleicht wäre das die bessere Lösung gewesen, aber ich glaube, jeder Mensch hat so seine Päckchen zu tragen. Sido spielt die Hauptrolle in einem Kinofilm. Es geht um einen Jungen von der Straße. Der Rapper spielt das, was er selbst einmal war. Seine alte Identität ist zur Rolle geworden. Als ich ihn kennengelernt habe, habe ich ihn ja als diesen harten Menschen kennengelernt und getroffen, so wie ihn jeder in der Öffentlichkeit auch kennt. Und es gibt aber halt, also man darf halt nicht unterscheiden, man muss unterscheiden zwischen den Menschen privat und den Menschen auf der Bühne und der Autogramme gibt auf dem roten Teppich. Und der damals, 2005 oder wann es war, überall Ficken sagt und überall den hier und Titten und Weiber und keine Ahnung was. Und mein Vater dachte auch so, nein. Kind. Ich wollte einen Anwalt für dich, der hat studiert, der sollte Geld haben und genau so. Und ich sage, ja du, so ähnlich habe ich mir das auch gedacht, ja. Aber jeder hat mich dann gefragt, ja, der ist ja so böse und wie kannst du denn mit dem? Und ich dachte, ey, wenn er wirklich so böse wäre, meint ihr dann wirklich, ich würde das so lange mit ihm irgendwie aushalten, so, wenn er so böse wäre? Es ist ja kein Aushalten, es ist ja alles schön, weil er eben nicht so böse ist. Okay, jetzt mal bitte alle zuhören. Erstmal vielen Dank, dass ihr alle da seid. Doch so ganz will sich Sido von seinem Image nicht verabschieden. Das ist er seinen Fans schuldig. Bei aller Seriosität bleibt er Rapper. Und auf bestimmte Attitüden kann auch ein noch so erwachsen gewordener Rapper wohl nicht verzichten. Außer der Mikis und der Regisseur sagt ihm, die macht mal, berührt mal was. Wir Hip-Hopper, wir geben gerne an mit dem, was wir haben. So, wir kokettieren das sehr gerne. Also die Ketten, die Autos, die Dings. Das resultiert aber daraus, dass wir das alles nicht hatten. Also ich habe 20 Jahre sozusagen auf der Straße gelebt, bis ich irgendwann bekannt wurde und Geld hatte und was auch immer. Und dann gebe ich damit auch an und zeige den Leuten, hier, guck mal, ich habe es erreicht. Und so. Und da gehören die schönen Frauen einfach dazu. Ich dachte immer als kleiner Junge, so, mein erstes Auto wird so ein Golf oder irgendwas sein, aber mein erstes Auto war gleich ein 7er BMW. Hab mir dann einen Chauffeur geleistet für das Auto und hat den Chauffeur mit eigenem Auto. So, das war der erste Luxus, den ich mir geleistet habe damals. Ansonsten ist Sido im wirklichen Leben eher bürgerlich. Verlobt, mit geregelter Arbeit und Schoßhündchen. Ich habe keine hohen Ansprüche. Ich bin nicht ein Typ, der goldene Kronleuchter braucht oder sonst irgendwas. Meine Wohnung ist ganz spartanisch eingerichtet, ganz normal. Dann habe ich aber dieses Auto, ja, und eine wunderschöne Freundin. Heute muss sich Sido um wenig kümmern. Aus der Berufung Rapper ist ein Beruf geworden, mit allem, was dazugehört. Videoclips drehen, Promotion, auf Tour gehen. Sido ist ein Multitalent. Er trat auf als Jurymitglied von Popstars, machte eine Sendung, in der er Jugendliche animierte, wählen zu gehen und ist Gast in populären Talkshows. Sido ist angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Ich würde mich freuen über einen Anruf oder vielleicht auch ein Geschenk oder einfach irgendeine kleine Geste, die mir zeigt, dass ihr an mich denkt. Ich habe mich einfach weiterentwickelt. Ich bin älter geworden. Ich bin nicht mehr der Junge, der damals auf der Straße geschlafen hat und zwischen kämpfenden Mäusen aufgewacht ist, sondern ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe Geld, ich habe meinen Sohn, ich bin ein erwachsener Mann, weißt du. Ich freue mich jedes Sonnenstrahls, den ich sehe morgens. Und ja, so ein Mensch bin ich geworden mittlerweile. Und es wäre nicht authentisch mehr, wenn ich, nur weil es damals eben so gut funktioniert hat und weil ich so viele Fans hatte und was auch immer, denselben Scheiß weitermache. Sido probiert gern Neues aus. Manches, weil ihm dazu geraten wird. Anderes, weil er einfach nur neugierig ist. Das Angebot, an der Mannheimer Oper in der Zauberflöte aufzutreten, war die Idee eines Radiosenders. Der ist für Sido wichtig. Also hat er zugestimmt. Ich war noch nie in der Oper und ich finde, die Oper ist für mich auch
grundsätzlich ein bisschen negativ behaftet. Also ich glaube, dass so die Opernleute so Pelz tragen und sich selber so die obere Schicht nennen und so. Und das ist für mich ein bisschen negativ behaftet. Also ich passe da irgendwie nicht rein. Und ja, Opa ist für Opas. Sido ist erst wenige Jahre im großen Hip-Hop-Geschäft dabei und hat geschafft, wovon viele träumen. Er ist oben und oben geblieben. Eine Seltenheit in der schnelllebigen Musikbranche. Der geht nicht auf die Straße. Komm her. Willi, komm her. Geschafft hat er das durch Ehrgeiz, Authentizität und mit dem Wissen, dass er sich immer wieder neu erfinden muss, um oben zu bleiben. Als wir sie getragen haben, wollen wir besser. Okay, alle rein. Seinen durchschlagenden Erfolg mit seinen ersten beiden Alben als Provokateur hat er bisher nicht mehr erreicht. Aber Sido ist keiner, der deswegen nervös wird. Schließlich bekommt er ständig neue Angebote. Jeder will vom Erfolg des Rappers profitieren. Also ich bin nicht aufgeregt oder ich habe kein Lampenfieber oder sowas, aber es ist schon was anderes, heute mit dem Orchester zu spielen. Aber ich weiß, dass das Orchester sehr gute Arbeit macht, sehr professionell ist. Also das wird alles kein Problem sein. Ich denke mal, ich kann die Texte. Denkst du, ist auch gut. Sehr gut. Ja. Opa meets Hip-Hop. Ein Experiment für beide Seiten. Die meisten Leute hier wissen nicht mal, wer ich bin. Und ich meine, ich weiß ja natürlich auch nicht, wer die sind. Das sind zwei ganz verschiedene Welten. Ich erwarte auch nicht, dass sie mich Leute kennen oder was auch immer. Ich respektiere auch, dass die hier ihr Ding machen und ich hier nicht reinpasse und die mir auch ein bisschen das Gefühl geben, mich gehören. Bruni, das ist Sido. Ach, kenne ich überhaupt nicht. Okay. Sido, alles klar. Kennst du den Zauberflug? Nein, gar nicht. Nein. Banause? Bitte? Bin ich ein Banause? Nein. So war ich auch, als ich 28 war. Bist du? 29. Nein, echt? 29. Vor dem ersten Auftritt ist da der große Priester und der sagt, wie es geht. Und der andere große Priester sagt, ja, aber das sind genau die Autoritäten. Und da passt einfach halt dein Name so viel besser. Und jetzt haben wir hier zwei Jungs, die singen, bewahret euch vor wahrheberer Türken. Und da passt natürlich viel besser das Name in den Anschluss. Klar. Und dann singen die das vor hier, den Text, oder was? Ja, die spricht das vor und die gibt auch die Einsätze. Ah, also wenn Sie Bedarf haben, können wir gerne den Text runtergeben. Das wäre doch ganz toll. Gut, so witzig. Aber muss man mal sehen, war, weil ich lach mich dann kaputt. Nee, es geht nicht. Ich lach mich dann kaputt. Flüstert die dann? Mein Grundgedanke war, das machst du auf keinen Fall, weil ich wollte natürlich nicht Papageno spielen oder irgendwie rumhüpfen, auf Zehenspitzen tanzend über die Bühne rennen, sondern ich kann nur das machen, was ich kann, das Rappen. Und als sie mir dann aber erklärt haben, dass ich eigentlich nur zwischendrin Songs mit der Band performen müssen soll, die irgendwie zum Thema passen. Also zum Beispiel spiele ich Nein, den Song mit Doreen, während hier in dem Setup, das ist ein Knast anscheinend, gerade zwei Burschen sind, die sich sagen, die sich so gegenseitig ansingen, lass dich von den Weibern nicht verlocken oder irgend so, sehr in dem Tenor. Und dann passt natürlich so ein Lied wie Nein da gut dazwischen. Nein, so geht's nicht, ich seh dich nicht, nicht zu überleben. Sido, Berlins Enfant Terrible ist auf der bürgerlichen Bühne angekommen. Er hat sich seinen Lebenswunsch erfüllt, ein ganz normales Leben zu leben. Heute muss Sido nicht mehr aggressiv und polemisch sein. Er bekommt die Aufmerksamkeit, auf die er in seinem Leben viele Jahre verzichten musste. Der Rolle des ewigen Provokateurs ist er entwachsen. Vielleicht ist das ja auch sein Geheimnis, dass er mittlerweile keins mehr hat. Denn die Welt kennt seine Lieder und damit sein Leben. Nur eines hat er sich über all die Jahre bewahrt. Es geht ihm um Respekt. Damals auf der Straße, heute auf der Bühne. Der Erfolg hat mein Leben gerettet. Also ich glaube, wenn ich nicht erfolgreich gewesen wäre, wäre ich jetzt tot. Ja, also
Der Erfolg hat aus mir gemacht, dass ich mehr über mein Leben nachdenke, dass ich Sachen ernster nehme, dass ich, das ist alles, das resultiert daraus, dass ich das nicht mehr verlieren möchte, was ich jetzt alles habe. Wie ich mein Image pflege, ist, dass ich einfach mache, was ich will. Und ich glaube, dafür lieben mich manche Leute und manche Leute verstehen das nicht, weil es doch manchmal sehr widersprüchlich ist, was ich vielleicht hier und da mache. Aber das bin ich nun mal einfach. Das ist so, diesen Typen hier, ihr wollt mich mit Haut und Haaren, ihr habt ihr mich mit Haut und Haaren, dann lebt aber auch gefälligst mit allem, was ich mache. Sido ist ein Junge von der Straße, der es nach ganz oben geschafft hat. Geprägt vom Leben im sozialen Ghetto. Davon erzählt seine Musik. Die Maske wurde sein Markenzeichen. Ein asozialer Proll und Prolet. Einer, den sie nicht mehr wollen beim Komet. Weil ich zu gerne das ausspreche, was keiner sagt. Weil keiner Eier hat, ich hab die alte Leier satt. Ich fand das eine gute Idee, die Maske zu tragen. So, das macht geheimnisvoll und was auch immer. Und man wird nicht erkannt. Man kann tatsächlich einfach rausgehen und man ist dieser eine Rapper und keiner weiß davon. So, man kann im Bus sitzen und mit jemandem über diesen Rapper reden, aber die wissen nicht, so wie Superman, ja, man weiß nicht. Und deswegen kam ich irgendwann immer mehr auf die Idee, ich will eine Maske. Wie auch immer, ich will eine Maske. Ich hab nichts gelernt, doch Mama bleibt korrekt. Ich hab keinen Job, doch Mama vertraut meinem Rap. Ich geh klauen, scheiß auf Frauen und nehm Drogen. Doch Mama kann mir vertrauen, ich bleib auf dem Boden. Ich hab die Schule verkackt und zwar so schlecht wie keiner. Man war halt nicht so konzentriert, wenn man schon morgens halber. Dann irgendwann habe ich mich Sido genannt, aus so einer Laune heraus, weil wir einmal gefreestylt haben und jeder Rapper, der freestylt hat, so einen Satz, in dem er die Lücke überbrückt, in dem gerade nichts einfällt und dann gibt es diesen einen Satz. Und bei mir war mein Satz immer, du kriegst jetzt Scheiße in dein Ohr. Und in der Zeit, wo ich den Satz gesagt habe, habe ich mir überlegt, was ich als nächstes reime oder sage, was auch immer. Und aus meinem Überbrückungssatz, den jeder Freestyler hat, habe ich dann Scheiße in dein Ohr, S-I-D-O, ja, so hieß ich Sido. Der steile Aufstieg des Rappers Sido, der mit bürgerlichem Namen Paul Würdig heißt, beginnt vor knapp 10 Jahren in Berlin. Im Märkischen Viertel, kurz MV. Ein eher trostloser Stadtteil im Westen, in dem das Gesetz der Straße zählt. Ein Leben, von dem Sido in seinem Lied Mein Block erzählt. Mit ihm wurde er hier zum Idol. Familienhaus, lass mich aus, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch im MV scheint mir die Sonne aus dem Arsch. In meinem Block weiß es jeder, wir sind Stars. So ein Lied wie Mein Block ist ein Grund, was soll ich sagen, ein grundsozialkritisches Lied im Grunde. Ja, es war aber nicht meine Intention. Ich wollte einfach hier in meinem Block, hier lebe ich, hier sterbe ich, ja, alles scheiße, da oben stinkt, Nutten, alles voll getaggt und kann man doch nicht gut finden. Aber ich habe es so verpackt in einem Lied, als würde es das Beste sein, was man sich gerade wünschen kann. Und Leute sind zum Block gepilgert und wollten den Block sehen und wurden abgezogen bei mir vor der Tür. Und das hat das Viertel aus mir gemacht. Okay, ich muss gestehen, hier ist es dreckig wie eine. Doch ich weiß, das wird schon wieder mit ein bisschen Spucke. Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau drauf geschissen. Ich werd auch alt und grau im MV. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Also ich bin nicht auffällig geworden. Ja, und das war auch, das war eine Sache, die ich meiner Mutter einfach schuldig war. Weil sie hat mir immer den Respekt gegenübergebracht und sie hat zu mir immer gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ich dich von den Bullen abholen muss oder ich dich nicht mal abholen kann. Ja? Und das war ein Satz, der steckt bis heute in meinen Knochen tief drin und ich wollte sie nie enttäuschen. Und weil ich wusste, mit der Sache, falls ich erwischt werde oder was auch immer, enttäusche ich meine Mutter, habe ich es nie getan. Also das war wirklich der Grund. Ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht so ein Adrenalin-Junkie. Ja? Wenn es dazu kommt, dass man eine halbe Stunde mit so einem geklauten Auto durch die Stadt fährt, dann ist das schon für mich so ein Adrenalinkick, der mir reicht. Ja, also und ich kenne Leute aus dem Viertel, die haben sich morgens um 7 Uhr den Wecker gestellt, damit die alle Büroräume abklappern, wenn die morgens Frühstückspause machen im Büro und dann schön die Taschen ausräumen und so. So richtig wie so ein Job, die Uhr stellen danach, ja. Aber ich war so nicht. Und das war mein, also so irgendwie musste ich aber auch an meinen Respekt und an mein,
an meine 6 Eier kommen, die ich heute mittlerweile habe. Weißt du, irgendwo mussten die ja herkommen. Sidos Fans kommen oft aus dem gleichen Umfeld wie er. Auch Steffi und Sophie kennen das MV sehr gut. Es ist ihr Kiez. Sido hat den Leuten hier so etwas wie Stolz auf ihr Viertel gegeben. Seine Musik erzählt vom Leben einer neuen Generation. Wenn jetzt hier zum Beispiel einer Stress macht oder so, dann kriegt er schon hier welche auf die Fresse. Und Sido ist alles für die hier eigentlich. Alle kennen ihn, ist ja klar. Sogar die alten Leute kennen ihn hier. Und wenn einer sagt, ja, Sido ist scheiße oder so, die werden gleich blöd angemacht von wegen, ja, Ich habe nicht so gesagt, alles ist scheiße, alles ist depressiv, sondern ich habe versucht, uns mit meiner Musik ein bisschen aufzubauen und uns schön zu reden, weißt du? Und es gibt heute noch Leute im Viertel, die sagen, ich sterbe im Viertel und das ist, ich werde auch alt und grau im MV. Ja? Aber das habe ich auch damals nur gesagt, weil ich keine Perspektive rausgesehen habe, weil ich nicht geglaubt habe, dass ich mit so einem Lied oder was auch immer viele Platten verkaufe und damit rauskomme. Sido wird durch sein Plattenlabel Agro Berlin erst zu Sido, zu einem Begriff. Agro Berlin ist ein Plattenlabel, das Sido mit seinen besten Freunden gründet. Das Label hat eine klare Botschaft. Aggressiver, oft pornografischer Rap. Musik aus einer Welt, in der Kriminalität zum guten Ton gehört. Der Berliner Rap hat schnell einen neuen Namen. Gangster-Rap, wie in den USA. Eltern und Politiker sind aber von den deutschen Texten schockiert. Wir haben angefangen mit einer Ideologie. So, wir haben einen bestimmten Weg verfolgt. Wir wollten klein, elitär und besonders sein. Wir haben immer die Fahne so hoch wie möglich gehalten. Wir sind auf Jams gefahren und was auch immer. Wenn es zu Schlägereien kam, waren wir die Härtesten und was auch immer. Ja, wir wollten auf jeden Fall beweisen, dass wir krass sind. Ich lebe jeden Tag, als wär's mein erster. Yeah. Ich scheiß drauf, was ich gestern gelernt hab. Yeah. Ich schmeiß alle eure Regeln übern Haufen. Auch wenn's schön klingt, dafür kann ich mir nichts kaufen. Yeah. Ich mag Leute, die ständig einbauen. Ich steh auf Ketten zum kleinen Frauen. Oh. Sie sagen, dass ich niedlich aussehe. Dann sag ich los, zieh dich aus, ey. Ich kann mit dem Begriff Gangster-Rap sehr viel anfangen und ich mag Gangster-Rap auch. Aber ich gehöre nicht in diese Gangster-Rap-Schublade. Auf keinen Fall. Also, ja, Gangster-Rapper machen Gangster. Ich bin kein Gangster. Ich bin, wie ich es auf dem Song sage, ich bin ein Junge von der Straße. Ich bin in Straßenverhältnissen aufgewachsen, aber ich habe nie Kilos hin und her geschoben oder ein bisschen Drogen verkauft. Ja, dann bin ich kein Gangster, weil ich mal Drogen verkauft habe. Weil ich mal ein Auto geklaut habe, bin ich kein Gangster. Ja, weil ich mal hier und da eine Schlägerei hatte oder was auch immer. Ich bin deswegen kein Gangster. Das macht mich nicht zum Gangster. Du hast ein Ziel, wenn du einen Traum hast. Yeah. Mach ihn wahr und du bist nicht mehr nur ein Zaungast. Zeig jedem, den du kennst. Seine Texte kommen bei der Großstadtjugend an. In kurzer Zeit verkauft er hunderttausende Alben. Dass man sein Gesicht nicht sieht, macht den Provokateur noch interessanter. Doch irgendwann wird die Maske für den Musiker zur Belastung. Ich hatte Angst davor, dass ich demaskiert werde von der Bevölkerung, ja, von der Gesellschaft demaskiert werde.